Und hallo und herzlich willkommen, zu einer weiteren Folge Minecraft Life in the Woods. Und jetzt wollte ich erstmal ein paar Sachen verarbeiten. Und was wollte ich denn jetzt noch machen? Stimmt. Vielleicht. Dass ich das Inventar mal ein bisschen leer bekommen möchte, gehen wir jetzt mal hier runter und hier rein. Haben wir hier Sand? Ja. Jetzt gedacht, wäre gut gewesen, wenn wir uns in eine Richtung irgendwie ein bisschen mehr geräumt hätten. Ja, mach jetzt erstmal hier eine Fackel hin. So. Denn ich möchte hier was hinsetzen. Oder hinpflanzen. Weil ich woanders nicht hinpflanzen kann. Weil hier darf nicht so viel Licht hinkommen. So. Machen wir hier so ein ganz kleines Feld. Nur zu Dekorationszwecken, nur dass wir das haben. Ob ich Tränke irgendwo mal herstellen sollte, für was, weiß ich nicht. Irgendwann werde ich es vielleicht rausfinden. Wieso? So. Also, ich kämpfe ja hier gegen. Achso. So, dann machen wir den einen da weg. So, jetzt machen wir hier ein paar Netherwarzen hin. Nur zur Dekoration, nur dass wir sie haben. So. Dann tun wir die mal gerade. Hier war die Leiter. Dann tun wir die mal. Ja, ist okay. Was ist denn hier los? Jetzt räumen wir die restlichen einfach mal weg. Aber hier in die Spezialkiste. Was kann man denn da noch rein tun? Naja, wenn man. Wir könnten noch die ganzen Skelette wegräumen und den ganzen. Ach so, da, daher. Hm? Haben wir das Regal denn auch wenigstens. Nö. Das ist irgendwo verschwunden. Haben wir eine Spitzhacke? Nö. Ach komm, dann machen wir den jetzt mal gerade mal so weg. Ist ja nicht so schlimm. Sieht das eigentlich so schlimm aus, wenn da jetzt. Eigentlich schon, ja. Gut. Naja, für zwei, drei Blöcke, da glaube ich, da brauche ich mir nicht den Ast abzubrechen, auf dem ich sitze. Wie viel haben wir jetzt? Eine. Okay. 3, 4, 5. Ich denke immer, da kommen wir mit aus. Ich will ja nur das Holz wieder dahin tun, wo es hingehört. Die anderen sind ja irgendwie verschwunden. Ich weiß auch nicht, wo das Regal hingekommen ist. Naja. So, das wieder repariert. Ja, die Beleuchtung versteckt. Hier haben wir alles. Alles klar. Hier haben wir doch auch ganze Blöcke genommen, ne? Waren wir da nicht so? Ja. So. Dann können wir wenigstens schon mal einen wieder da dran machen. So, wieder bücken und dann haben wir schon. Ja, manchmal ist das nicht ersichtlich, wo das ist, und da können wir uns ja auch drauf stellen, ne? Wir wollen ja immer nur so ein bisschen Beleuchtung reinmachen, damit das hier schön beleuchtet ist, wenn es dunkel ist. Damit
damit das gut aussieht. Versteh's. Vielleicht hier noch in die Ecke. Solange wir da keine Druckplatte oder was mit wegmachen, ist das mir ja dann egal. So. Achso, jetzt müssen wir ja wieder ein Glowstone kaputt machen dafür. Jo, sieht schon mal nicht ganz so verkehrt aus, ne? Würde ich doch behaupten. War nur zu nah dran. Das war das Problem. Wieso sind denn da nur zwei rausgekommen? Ist auch random, wie viele da rauskommen, oder was? Naja, kann man mit leben, ne? Würde ich behaupten. Achso, jetzt müssen wir ja wieder Carpenter-Blöcke haben. Naja, dann können wir ja zur Erinnerung die schon mal da rausholen. So, so langsam wird es hell, ne? Gut, kann man machen. Moment, und wenn wir hier die Elfte nehmen? Aus der Hälfte Stäbchen machen und dann ein paar Carpenter-Blöcke machen, dann kann man wenigstens schon mal die drei, vier Löcher da machen. Ja, du weißt ja schon, was ich meine. Ungefähr. Achso, wir müssen erstmal da. Ja, stimmt. Hast recht. So, ich glaube, das reicht. Na komm. Was kann man denn hier mal gerade raus tun? Wenn, dann wollte ich eine Diamantrüstung so für das Pferd, das noch nicht da ist. Die brauchen wir ja. Ja, komm. Nein. Lalalalalalala. So. So. Brauche ja noch ein paar. Ich wollte ja nur Beleuchtung und dann machen wir auch was anderes. Dann gehen wir ein bisschen auf Entdeckungstour wieder. So, Eisen wollen wir auch. Eisenrüstung wollen wir auch nicht haben. So. Mal das. Mal dahin, da wo wir es brauchen. Ja, sieht schon mal nicht schlecht aus, ne? Also. Zumindest finde ich das so. So. Das ist richtig. Ja. Ja, Beleuchtung. Nee, ist nett. So, jetzt hier noch. Weiß nicht, was haben wir wieder die Eisenrüstung aufgenommen? Wenn wir jetzt kein Glowstone mehr haben, demnächst kann man es jetzt ganz Glowstone Dust. Ja. Ich krieg schon alles hin. So, ne, 4. Ja. Wenn wir hier lauter Kladderadatsch in den Tisch haben. Und wenn es gleich wieder hell ist, dann müssen wir erstmal den ganzen Scheiß hier loswerden. So hatte ich mir das vorgestellt. Ja, hell ist jetzt genug, oder? Nein, das geht ja nicht. Können ja nirgendwo da dran, wo. Aber wir könnten hier eins reinmachen, einfach. Dann ist gleichzeitig oben mit beleuchtet. Ne? Das wäre ja nicht so ganz so verkehrt. Irgendwann werde ich nochmal ringsrum dann schisseln. Jo. Aber hier wäre besser auch, wenn wir so ein Glowstone reingesetzt hätten, ne?
Haben wir doch den Hammer hier irgendwo rumfliegen? Jetzt erstmal gerade gucken, was wir hier alles noch so reinstellen können. Damit wir wieder was aus dem Inventar haben, was wir, wenn wir dann verrecken sollten, was dann schade wäre. Brauchen wir da so eine gummige Schüssel dann? Ne, ich glaube nicht, ne? Oder? Kann man hier die Skelett reinmachen oder was auch immer? In der Soul Spain? Warte mal, warte mal, warte mal. Hier. Was haben wir denn jetzt? Ja, Hauptsache ein Regal, egal welches. Aha, Stufen und. Okay. Jetzt müssen wir erstmal hier. Ja, müssen wir erstmal noch nicht. Ich bin heute ein bisschen konsterniert, keine Ahnung, weshalb, weswegen. So, jetzt müssen wir hier erstmal ein paar Stufen draus machen. Warte mal. Guck mal her. Halbier mal den ganzen Käse, weil wir wollen ja ein Regal. Gut, dann wissen wir jetzt schon mal, wie eine Falltür geht. So. Das war dann oben. So. Wenn wir dann noch mal eins brauchen, haben wir dann halt direkt zwei. Und, ja. So sieht's aus. Dann können wir jetzt mit dem ganzen Kleideradatsch, den wir noch in der Tasche haben, unterbringen. Das ist ja schon mal viel wert. Ne? Das nicht. Dann halt dahin. So, was müssten wir denn jetzt noch verstauen? Das müssen wir noch verstauen. Alles andere könnte man eigentlich in der Tasche lassen. Bis auf den Blue, mit dem Green Schister oder Schiefer da. Achso, da haben wir die Dings. Da haben wir die. Da haben wir die. Da haben wir zwei Schwerter. Die haben wir letztes Mal bekommen. In der Festung. Sonst noch was an Werkzeug, was man vielleicht da. Ja, den Hammer da. Den Hammer. Das da. Und hier. Was ist das denn überhaupt? Sand. Ja, okay. Dann ist er jetzt halt mal da drin. So. Schon das dahin, wo es nicht so auffällt. Okay. Gucken wir gleich mal. Bisschen sortieren mache ich ja immer wieder. Ich weiß nie wieso, aber ich weiß schon wieso, aber. Könnte man, was ich mich jetzt frage, kann man das da drüber setzen? Ja, das kann man machen. Dann kann man nämlich den ganzen Kochzutaten hier. Haben wir dann wenigstens schon mal ein Regal voll damit. Ob wir die sehen werden, ist dann die andere Frage. Ich
Schwert und so, alles da, hier ist Werkzeug. Am Werkzeug, was man doch dahin tun. Keine Ahnung. Gut, dann haben wir das wirklich schon mal sortiert, über Nacht, alles klar, jetzt könnten, ja, wir können noch, wir können, wir gehen jetzt mal raus, tun die Camberis und die Kaktusfrucht pflanzen. Mal gucken, wie viel wir von den Canberries einpflanzen werden. Am besten alle, damit wir die Früchte haben. Und dann können wir uns ja noch entscheiden, ob wir das Beet dann kleiner machen oder größer. Kommt dran, drauf an, wie wir wie wir drauf sind. So. Was ist das hier nochmal? Sellerie. Ja, das wächst nicht. Das ist der Scheiß. Das hat man ja letztes Mal eingesammelt, wo man die ganzen... Was soll das denn jetzt? Das geht nicht. Okay. Und wo kann man das dann einpflanzen? Versuchen wir es mal in Sand, ob es da geht. Ne, Sand will er auch nicht. Haben wir dann vielleicht in unserem Kompost dann noch ein bisschen Komposterde, Kompost, damit wir das mit Erde vermischen können und dann können wir dann Komposterde und vielleicht ist das ja dann angenehm für ihn, aber der ist doch da drüben auch so gewachsen. Ne, der ist da nicht drin gewachsen, haben ihn so aufgesammelt, ja. Guck mal. Hier ist nichts drin, aber hier könnte man was reintun, richtig? Ich weiß es nicht, aber den haben wir den nicht, haben wir den nicht. Damit ich nicht in Versuchung komme. Pflanzen wir den mal direkt hier ein in der Nähe, damit wir den hier haben. So. Ich finde das, guck mal, wie geil das aussieht alles. Das kann man nochmal umstrukturieren. Vielleicht. Ich denke mal, hier könnte man den gut hinmachen, ne? Oder? Scheiß Blume hier weg. Ja, ich sollte mich vielleicht nicht selber einschließen, weil. Wäre keine gute Idee, würde ich mal behaupten. Ah, der scheint aber nicht so schnell zu. Doch, der wächst schon wieder. Ja, das war's. Okay. Haben wir noch genügend Platz und hier wird es immer dichter. Alles klar. Ja. Achso. Stimmt. So, jetzt machen wir genau und da schlagen wir den ab. Damit wir ein bisschen Bambus bekommen. Hier dürfen wir das auch machen. Hier auch. Ich weiß es nicht, ob der sich von selber da anpflanzt, pflanzt oder was. Aber ich will mal hoffen, nicht. Ja, ich guck mal. Dann machen wir hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Ich will Kompost haben, deswegen. Machen wir das so. Auf dem Baum liegt noch. Entweder fällt. Entweder. Despawnt der irgendwann mal. Oder machen wir kurz so. Ja, nicht so schlimm. Kleben wir dann demnächst nochmal ein paar Blätter wieder da rein. Weil die tun sich ja nicht von selbst wieder da dran machen. Also die wachsen nicht wieder von neu. Bisschen Erde haben wir, dann tauschen, dann machen wir die mal direkt wieder zusammen. Geht das so? Hier, direkt hier so per Handvermischung oder muss man da extra, ne. Gucken wir uns das jetzt mal an, ob der da drauf wächst.
ob da drauf die Garnberries wachsen. Weil es gibt nur drei. Entweder Sand, Erde oder Dings. Und, naja, was anderes gibt es halt. Gibt es leider noch nicht. Oder wie leider, aber es gibt, ist ja genug schon. So, machen wir den mal hier weg. Da passiert ja nichts. Klatschen den mal dahin. Versuch mal die Garnberries da anzupflanzen. Und? Pluppen die wieder raus? Nein. Gut, dann wissen wir ja Bescheid. Alles klar. Dann machen wir hier mal die Erde weg. Na, hier nicht. Aber da dürfen wir. Dann lassen wir das einfach mal da durchlaufen, ne? Draufspringen darf man nicht, ich weiß. Ich vergesse. Wieso dann passiert das hier? Aber naja, ist ja nicht so schlimm. Gut, der braucht Kompostboden. Naja. Lernt man dann auch, wenn man alles ausprobiert. Natürlich könnte man das wissen, aber es ist. Also für mich ist es spannender. Was ist denn mit dem Blaubaum los? Aber für mich ist es spannender, wenn ich das selber rausfinde. Ich weiß ja nicht, wie es euch dabei geht, aber... So, gucken wir jetzt, wie viel jetzt in der Zwischenzeit durchgelaufen ist. Ich denke mal nicht viel. Nein. Ziemlich langsames Verfahren. Langwieriges. So, ein bisschen Holz. Ach, ein bisschen Holz, ein bisschen Erde. Nur zwei. Also gleich und gleich vermischbar. Alles klar. Dann gucken wir jetzt mal bei der Kaktusfrucht. Was mit der ist. Setzen wenigstens schon mal ein paar von den Pflanzen schon wenigstens ein paar von den Strawberries ein. Carnberries, Entschuldigung. Entschuldigung, ja, du weißt schon, Berry sind ja, ja. Und hier noch. Dann. Ne, hier kann man ja noch nicht. Kaktusfrucht. Gedöns. Nur zum Gucken, ob das da drin. Und? Blubbt es gleich wieder raus? Ne. Gut, dann wissen wir ja, was wir demnächst zu tun haben. Gut, dann machen wir jetzt erstmal ein bisschen Erde weg, bis das da hinten weg ist. Bis das da hinten durchgelaufen ist. Naja, das gehört eigentlich ja dazu, ne? Wenn man was anpflanzt, und dann muss man halt gucken. Weißt du Bescheid. Ich bin mal gespannt, wie die ganzen Pflanzen von den Carnberries da aussehen. Und übrigens, wenn man das jetzt alles mit diesem... Rindermulch oder Mulcherde oder Komposterde da machen würden, dann bräuchten wir überhaupt kein Wasser, dann könnte man das ja alles sparen. Also mit dem Wasser. Ja. Da, da, da. So, wo ist die andere Erde? Ist bestimmt schon wieder bei uns zurückgeploppt. Haben wir hier? Kann. Ja, gut. Wissen wir nicht. Garden Soil, Garden Proxy. Proxy, keine Ahnung. Du. Da. Das ist schon ein bisschen. Ja, langwieriger Prozess, bis wir da. Was ist das hier? Ja, irgendeine Farm. Ich weiß, tun wir mal wegruppen. Ich will keine Blümchen hier. Fertig. Keine Blümchen. Was kann man denn da noch reinwerfen?
ich möchte meinen ganzen Schmuck auch schon mal weg haben. So, dann wieder mischen. Ich glaube, das mache ich irgendwann mal zwischendurch. Weil jetzt nur mal zum Zeigen, habe ich euch jetzt mal... Nur damit ihr das mal seht, habe ich euch das jetzt mal... wollte ich euch das mal zeigen, so rum. So, also. Achso, ja. Dann hätten wir ja direkt die Kahnberries da rein pflanzen können. Naja, okay. Wasser ist hier immer ein bisschen interessant. Hier kann man auch so auf diese Dinger kann man auch so lang drauf springen, wie man will. Da passiert nichts, da geht nichts kaputt. Also von daher könnte man das hier eigentlich auch volle Erde machen, ja. So. Gleich wird's heller. Das ist immer so eine gewisse Zeit, wo das dann wo man warten muss, bis es hell wird. Helle wird. Gehen wir erstmal pennen. Hoffentlich ist dann bis dahin ein bisschen so 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 Dinger durchgelaufen. Aber das sehen wir dann alles in der nächsten Folge. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Bedanke mich fürs Zusehen bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Dragon Soul. Ciao.